Jo, schönen guten Tag, der Ära ist wieder da. Wir spielen Ultimate General. Ja, und da klingelt genau mein Telefon. Freude ist groß. Ich habe jetzt einen kleinen Kniff angewandt. Ich habe diese beiden Brigaden, die wir nicht vollgekriegt haben, Shaler und Prior, einfach zu Stonewall geschickt. Und jetzt sieht das hier wieder so halbwegs vernünftig aus. Aber wir müssen definitiv jetzt mal eine Schlacht schlagen, bei der wir viel Geld verdienen. Das wäre jetzt wichtig. So, wir haben jetzt hier Harpers Ferry, Springfield, ja, die werden wir denn. Wir werden jetzt erstmal diese ganzen komischen Gewehre, die wir hier so haben, die werden wir erstmal ein Stück weit ja, liegen lassen, in der Hoffnung, dass wir da mal genug zusammenkriegen. Werden wir die garantiert nicht verwenden, die können weg. Ein bisschen Geld vielleicht noch machen. Kavallerie haben wir nichts, Artillerie haben wir auch nichts. Ja, okay, Camper, der Brigadegeneral ist verwundet. Na gut, egal. Wir werden uns jetzt der nächsten Schlacht widmen. Korrespondenz. Die Vorfälle von Cross Keys haben uns eine Sache gelehrt. Wir können diese Rebellenfront nicht frontal angreifen. Wir müssen sie flankieren, General. Wir benötigen mehr Divisionen, wenn wir das bewerkstelligen wollen. Indem 3600 neue Rekruten zur Verfügung gestellt werden, erhalten die Demokraten weitere Argumente, die sie gegen unsere Beteiligung an diesem Krieg einsetzen können. Wann bekommen wir endlich positive Ergebnisse? Ja, das ist leider so. Die letzte Schlacht ist Port Republic. Ihre Operationen im Tal haben die Unionisten dazu gezwungen, eine bedeutende Streitkraft in diesem Gebiet zu mobilisieren. Dies verzögert ihre Offensive auf unsere Hauptstadt. Eine zweite Kolonne der Union marschiert unter General Shields nach Port Republic. Wir müssen die Streitkräfte der Union angreifen und vernichten. Dies wird der letzte Kampf in diesem Gebiet sein. Besiegen Sie die Unionisten, um sie zum Rückzug aus dem Tal zu zwingen. Dann können sie sich mit ihren Streitkräften nach Richmond aufmachen und dort die Verteidigung unterstützen. Wir haben die anderen beiden minus 5% Armee, minus 5% Armee. Sehr gut. Mal gucken. Jetzt kriegen wir bestimmt wieder übel den Arsch voll. So, Eradan, du musst es wieder reißen und dann schauen wir mal. Wir müssen angreifen. Okay. Eine Yankee-Brigade wurde dabei gesichtet, wie sie Positionen in diesem Gebiet einnimmt. Das muss die Forward von General Shields Division sein. Na gut. Derzeit steht ihnen nur eine Brigade zur Verfügung, aber es sind mehr Einheiten aus Cross Keys auf dem Weg. Sie werden bald eintreffen, um den Angriff zu unterstützen. Ja, vielen Dank. Unsere Späher haben gemeldet, dass ihre Hauptstreitkräfte auf den schlammigen Straßen erschöpft sind und nicht so bald erwartet werden. Rücken Sie mit Ihrer Brigade vor und greifen Sie die Forward an, bevor die restlichen Truppen der Unionisten eingreifen. Okay. Ehrlich? Ehrlich, zwei Brigaden? Zwei Brigaden. Ja, dann haben wir ja gar nicht so richtig viel Wahl. Ich dachte, wir können jetzt noch ein bisschen was machen, aber ist nicht. Okay. Das heißt, wir rücken erstmal vor. Wir lassen die mal rennen. Auch wenn das jetzt eine weite Strecke ist, aber das müssen wir jetzt. Oh, zwei. Ehrlich jetzt, Sully und Johnston und sonst niemanden. Ja gut, aber das sind zwei Sterne-Bataillone. Das sind meine besten Leute. Mal gucken. So. Wir müssen es hier in die Wälder schaffen. Das wäre schon mal wichtig. Wenn wir es in die Wälder schaffen, hätten wir schon viel geschafft. Das war viel schaffen auf einmal. Ja, hier geht halt die Verfassung runter wie Sau, weil die rennen müssen. Das ist halt leider so, aber ich kann es nicht ändern. Oh, das sind Skirmisher. Die werden wir direkt. Die nehmen wir direkt im. Oh, warte, warte, stopp! Stopp! Kommando zurück. Ey, Häuptling, abdrehen. Ach, na klar, die Feinden haben natürlich auch noch ein bisschen Artillerie und ich sehe nichts. Super toll.
Lauf den Berg hoch. Wir müssen versuchen, Sally hier reinzukriegen. Und jetzt Feuer, meine Freunde. Mist, die Arti. Das müsst ihr jetzt mal aushalten. Johnston geht jetzt mal in die Flanke. Hier vertreiben. Die Gruppen sind eingetroffen. Okay. Lass mal schnell auftauchen. So, stopp. Und dann der ganze Trupp hier oben. Ah nein, da oben, diese Leute. Die müssen erstmal alle hier hin. So. Jetzt haben wir sie. So, komm, vorwärts. So. Na klar, da hinten sind die Skirmisher. Die wollen mir meinen Vorsprung nach. So schnell wir können. Dann sollen wir hier hochkommen. Und jetzt müssen wir uns mal die Skirmisher schnappen. Du machst die Skirmisher nieder. So. Jagen wir noch. Tyler, komm, den Tyler möchte ich gerne. Komm, gib meine volle Salbe in den da rein.
So, hier unten sind noch Supplies. Sehr gut. Den ziehen wir mal hier rüber. So, die Arti noch ein Stück näher ran hier. So, jetzt haben wir hier die Übermacht. Das müssen wir ausnutzen. Oh, 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 da von Norden kommen die. Von Norden kommen sie. Die Arti ranholen hier. Mit Nahkampf. Volle Esse, kommt Leute, die müssen wir jetzt richtig verprügeln. Ja, da ist der Bullen wieder, der Dieter. Wir müssen hier hinten diesen Wald klar machen. So, die Kanonen wegräumen. Die Skirmisher kriegen noch ihr Senffett weg. Und jetzt müssen wir uns hier langsam nach oben verziehen. Los, Leute, laufen. So schnell ihr könnt. Und dann überlegen wir mal, mit Anderson hier hinten noch was machen können. Gegen den ihre Arti. Komm, Anderson, geh mal da rein. Geh mal in den Wald. Nee, das ist Mist. Jetzt ziehen wir mal die Kavallerie da hoch.
Anderson frisst ja richtig. Er misshält jetzt mal den Süden. Sache für die Kavallerie. Aber solange ja. Gott, Verfassung ist unterirdisch, da brauchen wir gar nicht losziehen. Wir müssen uns erstmal ausruhen. Wir müssen uns erstmal ausruhen. Reinkriegen und dann wieder abholen können. Und wieder weg. Ja, wobei der Vorteil ist, wir sind ja tatsächlich noch unsichtbar. Solange er mich nicht sieht, kann er mich nicht schießen. Komm, schieß mal noch eine Salbe. Eine Salbe, bitte. Und dann verkrümeln wir uns. Anderson schießt. Und wir verstecken uns wieder. Anderson macht das gar nicht schlecht. Das hier unten ist ein bisschen ärgerlich. Den brauchen wir nicht Battle. Wir werden mal Battle noch hier runterholen. Ja, hier erholt sich langsam die Verfassung. Schön vertrieben. So, Battle. Komm. Nee, okay, nur normalen Angriff. Treiben sie hier raus und dann schießen wir sie nieder. Nee, das ist schlecht. Na, da oben kommen sie. Da oben kommen sie. Jetzt gehen wir mal hier runter. Wir müssen hier unten diese Typen müssen wir verschwinden lassen. Anderson, zieh dich mal zurück. Ja. 20 Minuten, das ist okay. Was auch immer die hier vorhaben.
Der Bohlen, der haut ab, oder was? Das sieht ein bisschen so aus, oder? Ich bin jetzt echt im Überlegen, ob wir jetzt mal vormarschieren. Na, irgendwas haut doch hier unten nicht hin. Hier fehlt eine komplette Infanterie, die hauen ab. Komm, macht sie nieder. Die Skirmisher haben aufgegeben. Sehr gut. Und ein paar Gefangene, die schicken wir einfach mal weg. So, mit dir hauen wir ab. Du kommst hier nicht mehr weg. Nicht, was er hier macht. Auf jeden Fall, das scheint ganz gut zu laufen, die Nummer hier. Komm, wir chargen da mal rein jetzt. Ich will diese Kanonen loswerden. Vielleicht fangen wir da noch mal was. Ja, meine Skirmish-Gefangenen schiebe ich mal hier hoch. Komm, mach Carol nieder. So, dann lassen wir Hescock da nochmal. Ach so, das ist schon vorbei. Ja gut, jetzt machen wir hier auf jeden Fall nochmal ein paar Gefangene. Ich hoffe zumindest, dass das so funktioniert. Okay, ich denke, bevor wir jetzt noch viel mehr Verluste hier machen, ich hätte gerne meine Reiter noch ein bisschen. Ja, wir machen Schluss.
bevor ich hier noch mehr Verluste mache. Ja, wir hatten mehr Leute, wir hatten mehr Kavallerie, wir haben weniger Kanonen, aber wir haben ihnen ordentlich Verluste beigebracht. Wir haben ihnen Kanonen weggenommen und wir haben sogar noch Gefangene gemacht. Sehr schön, Hügel halten, 5% mehr Verluste als der Feind verursachen. Johnson, Smith, Hescock war gut, guck's dir an. Anderson, naja, nicht so richtig. Ja, und Artie ist tatsächlich irgendwie nicht so richtig der Knaller. Naja, okay, Offiziere, alle befördert wurden, sehr gut. Brigadegeneral, Lieutenant General, Albert Johnston, sehr gut. Haben wir ein bisschen Beute gemacht. Springfields haben wir gebeutet, Supplies und ein paar Enfields. Ja, das ist okay. Das finde ich gut. Das ist in Ordnung und wir machen das wie beim letzten Mal. Wir werden jetzt hier an dieser Stelle, oh, 90.000 und noch ein paar zusätzliche Gefangene. Ein bisschen Ruf und ein Karrierepunkt. Ein Karrierepunkt. Was mache ich denn mit dem Karrierepunkt? Ich bin echt am Überlegen, ob wir hier nochmal, zur Zeit haben wir, ja, wir werden hier bei der Ausbildung nochmal was reintun. So. Und dann schauen wir mal. Also als allererstes, jetzt müssen wir mal im Waffenlager nachgucken. Springfielder behalten wir. Die Palmettos hier, die kommen weg. Ich muss jetzt ein bisschen Geld verdienen. Mal gucken, die Lorenzens behalten wir, das halten wir. Ja, der Rest, den Rest müssen wir einfach behalten, denke ich. Die Sharps-Modelle können wir wegtun. Das ist okay, Kavallerie-Kram, da haben wir nur das Palmetto-Zeug. 12-pfündige Haubitze, Haubitze, die behalte ich mal. So, und dann schauen wir mal, Sally. Ja. So viel können wir mit Grünschnäbeln, der Rest müssen Veteranen sein. So, müssen wir mal gucken. Johnston, was geht da mit Grünschnäbeln? Alles, sehr gut. Smith, ja, hier können wir komplett Grünschnäbel rein. Aber es gibt nicht genug Lorenz-Gewehre. Dann gebe ich ihm die Enfield. So, ist zwar teuer, aber dann hat er jetzt mal ein vernünftiges Gewehr. Lore hat seinen ersten Punkt bekommen. Dann kriegt er hier... Ja, das ist für meine Infanterie, dieses Mehr-Moral-Ding, brauchen wir gar nicht reden. Anderson. Ja, Anderson hat ganz schön Verluste gemacht, aber das ist so. Barry. Ja, Barry können wir auch mit Grünschnäbeln voll machen. Lore machen wir mit Grünschnäbeln voll. Battle machen wir auch voll. So. Hashock, ja. Der ist richtig gut. Also der war tatsächlich sehr anständig. Irgendeine Art, die hatte doch Leute verloren. Ja, hier. Hier ist alles gut. Okay. Preston. Gibt es denn jetzt ein paar mehr Scharfschützengewehre? Gibt es nicht. Das ist ärgerlich. So, Davis können wir auch komplett auffüllen. So, Leute haben wir. Wir haben noch Geld. Sehr gut. Das ist ja das, was ich wollte. Jetzt können wir nämlich hier erstmal hier weitermachen. Die Mississippis. So. Was hat denn der hier? Der hat Napoleons. Und der hat auch Napoleons. Aha. So, Prior. Ja, das kann man alles mit Grünschnäbeln voll machen, wenn es genug Waffen gibt. Sehr gut. Bane. Ja. So, wir brauchen nämlich jetzt auf jeden Fall noch ein Infanterieregiment. Tja, was haben wir? Haben wir irgendwas, wo wir viel auf Lager haben? 1800 Lorenzens haben wir. Das reicht leider nicht. Ansonsten sieht es echt schlecht aus, oder? Im Laden gibt es auch nichts. Im Laden gibt es nichts. Mississippis können wir nochmal nehmen. Oh, fuck. Und da war die Knete wieder alle. Naja, das ist aber noch okay. So, dann sind wir direkt pleite. Das ist doch schön. Frage, gibt es hier noch irgendwelche Gewehre? Pattern Enfield, das ist zu teuer. Irgendwas Einfaches hätte mir ja völlig gereicht. Hätte mir gereicht, weil als nächstes steht eine Großschlacht an. Ich habe ein bisschen wenig Leute, wenn ich ehrlich bin. Das macht mir ein bisschen, ein wenig Sorgen. Kirschow ist sehr gut. Und das macht mir echt so ein bisschen Sorgen. Wobei hier unser erstes Chor ist ziemlich gut. Das zweite, ja, in Arbeit. In Arbeit ist das. Kann man hier noch eine Artillerie? Ah, nee, kann man nicht.
weil wir uns keinen Anführer leisten können. Jetzt ist die Frage. Ja, Preston mit der Whitworth, das finde ich echt gut. Eine gibt es im Laden. Ha, dann machen wir das. Anderson. Ja, Anderson würde ich ja auch gerne mal eine andere Kanone geben. Aber da gibt es nicht so richtig was. Scharfsmodell. Die ist halt nicht so besonders. Die lädt halt sehr viel schneller nach. Aber Genauigkeit und Reichweite ist halt echt für einen Eimer. Das ist hier besser. Ja, wir lassen das mal so. Gut. Ja, an der Stelle machen wir erstmal wieder Schluss. Und beim nächsten Mal geht's weiter und dann steht uns die Großschlacht ins Haus. Nach der Schlacht von Port Republic formen wir zurzeit unsere Streitkräfte neu und suchen nach einer Gelegenheit für einen Gegenangriff an General McEradan. Unglücklicherweise haben wir schwere Verluste erlitten und sind nicht in der Lage, aggressiver vorzurücken. Ich bin mir sicher, dass wir McEradan besiegen können, wenn wir mehr Unterstützung von ihnen erhalten. Nach der Schlacht von Port Republic ist die Notwendigkeit, ihre Militärpräsenz in ihrer Gegend zu verstärken, absolut nachvollziehbar. Oh, immer wieder. 3.900 neue Rekruten bereiten sich bereits vor, in den nächsten Tagen ihrer Armee anzuschließen. Ja, toll. Vielen Dank. Ja, als nächstes kommt Gaines Mill. Ah, minus 15% Waffenqualität des Feindes, weil wir in Shiloh gewonnen haben. Ah, das ist ja cool. Das kriege ich jetzt erst mit. Aber die Gegner haben halt trotzdem übel viel Truppen. Und das wird wieder schwer, weil hier gibt es sogar für ein Unentschieden noch Prestige. Prestige für ein Unentschieden. Aber das interessiert uns dann erst beim nächsten Mal. Bis dahin, vielen Dank. Ciao, ciao. Der Era.